mal eine Raumführung von uns in diesem Hotel. Wir zahlen für dieses schöne Bett und so viel Platz hier 15 Euro. Wir haben hier ein super schönes sauberes Bad und die Dusche und die Toilette sind mal nicht genau nebeneinander. Und ja, also normalerweise räumen wir auf, aber heute für euch mal nicht. Das ist unser Kram hier. Und schaut jetzt mal hier raus aus dem Fenster. Das hier sind alles Häuser, die das Hotel in den letzten Monaten oder Jahren gebaut hat für die Leute, die hier um das Hostel leben. Und die haben früher in Zelten gelebt. Die Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Und jetzt haben die auch eine Schule gebaut und haben eben auch den Leuten Wassertanks gespendet. Die Leute haben Elektrizität, wie ihr sehen könnt, auch eine Satellitenschüssel. Und ja, viele leben halt in solchen kleinen Häusern. Da lebt dann die ganze Familie zusammen. Und ja, die Kinder können jetzt auch zur Schule gehen, weil hier direkt eine Schule gegenüber ist. Und Melli und ich finden das total geil. Richtig cool. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken, ob wir nicht ein bisschen was zu futtern finden. Ja, und dann chillen wir einfach mal wieder ein bisschen. Jaisalmer ist sehr, sehr empfehlenswert. Nummer 1 Pushka, Nummer 2 Jaisalmer. Ja. Hier in Jaisalmer gibt es diese Häuser, diese Havelis, und die sind alle ganz schön verziert. Das ist eine richtige alte Stadt. Es macht echt Bock, hier durch die kleinen Gassen zu laufen. Ja, ist richtig süß. Und dann gibt es auch noch richtig, richtig tolle kleine Geschäfte, wo man echt mega cool auch shoppen kann. Ja, das sieht echt hübsch aus. Colorful. Genauso aus wie die Gegend, in der ich mir eine Bank vorstelle. Guck mal da, Kuh, Baustelle und hier hinten kommt eine Ziege und da ist auch irgendwo eine Bank. Geht los!
gar nicht so ungemütlich, oder? Was meinst du? Ja, geht. Ist okay. Morgen. Hallo, Freunde da draußen von heute und von morgen. Ist alles voller Sand, das ganze Kameragetriebe. Ja, wir haben heute Nacht in der Wüste geschlafen und jetzt haben wir hier gerade schön gefrühstückt hinter uns, beziehungsweise eher wenig gefrühstückt, weil Melli hat keinen Hunger und ich eigentlich auch nicht. Ja, heute Nacht war eine... Es ist was passiert. Turbulente Nacht. Ja. Nein, es war erstmal ein bisschen komisch, so einfach draußen zu schlafen, ohne Zelt. Dann wurde dem David irgendwie schlecht. Dann hat er sehr laut sich übergeben, das mal etwas vulgär. Unser Kamelführer, der hier hinten geschlafen hat, ist so nach 5 Minuten rausgekommen. Ja, der war schon in der Hütte eingepackt, ne? Und wir da hier mitten... Und wir haben da geschlafen, da vorne. Ja. Und unser Kamelführer, also ich habe dann irgendwann mal da irgendwo hingebrochen. Und der kam dann raus. Und ich muss schon wieder so lachen, ne? Weil er gesagt hat, er hat sich gewundert, er dachte, das wären 2 Hunde, die miteinander kämpfen, oder? Ach, hier sind so viele Hunde. Erstmal hat er gar nicht drauf reagiert, sagt er, weil, ach, hier sind so viele Hunde, vielleicht machen die Hunde dieses Geräusch. Aber mir ging es danach so viel besser. Das war das erste Mal, dass ich den David übrigens kotzen sehen habe. Ja, sonst bald. Oder hören, weil es war ja sehr dunkel. Es war sehr laut. Ich kann das jedem nur empfehlen, kotzen in der Wüste. Das ist schon ein Erlebnis. War gar nicht so schlimm. Thank you.